Hi, heute schauen wir uns ein Gaming-Headset an von Acefa oder Akepa. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Kostet 26 Euro auf Amazon. Es ist ein Gaming-Headset mit 7.1 Surround-Sound. Viel Spaß in diesem Video. Wir schauen auch gleich in die Verpackung rein, aber ich muss erstmal sagen, von der Verpackung her, ihr seht es vielleicht, wir haben hier so ein paar glänzende Elemente und für den Preis hätte ich das jetzt nicht erwartet. Also ich hätte jetzt eher einen 0815 Karton erwartet, schön braun, aber nö, es sticht so ein bisschen hervor. So, wir öffnen das Ganze hier. Hier sehen wir auch schon die Oberseite vom Headset. Wir holen es gleich mal raus hier. So. Wir haben einmal eine Bedienungsanleitung. Dann haben wir wahrhaftig noch eine Treiber-CD. Sieht man auch sehr, sehr selten heutzutage. So, wir widmen uns gleich mal dem Headset. Aber wie ihr sicherlich auch erkennen konntet, haben wir hier ein gesleeftes USB-Kabel. Schwarz-blau, sieht schon mal sehr schick aus. Wir haben ja auch ein 2 Meter langes Kabel, genügend Kabellänge, um auch mal gemütlich zocken zu können, sich mal zurückzulehnen und so weiter, sollte eigentlich kein Problem sein. Dann haben wir hier auch diese Steuereinheit und hier haben wir auch ein paar Knöpfe. Ich muss sagen, das sieht schon sehr klobig aus, sieht schon sehr billig aus, es ist halt Plastik. Vom Preis her ist es natürlich entsprechend und das Teil hat auch ein paar Knöpfe, vor, zurück, lauter, leise, stumm. Und so weiter und so fort. Man hört schon, von der Akustik her sind die Knöpfe schon laut. Okay, wir schauen uns jetzt gleich mal das Headset an. Ja, Freunde, so schaut das Headset aus. Also Chrom ist nicht irgendwie meins. Natürlich ist das Ganze Geschmackssache und hier sammeln sich auch schon die ersten Fingerabdrücke. Je öfter ich da natürlich drauf drücke. Aber so im Gesamten muss ich sagen, sieht es vom Design her schon ganz geil aus. Also die Kombination mit dem Schwarz-Blau und dem minimalistischen Chrom, das sieht schon gut aus, muss ich sagen. Größtenteils besteht das Headset aus Plastik. Wir haben hier ein paar Teile, die sind Kunststoff überzogen, also mit einem weichen Kunststoff. Ich schätze mal TPU. Und hier hinter den Treibern haben wir auch ein Mesh-Gitter in der Hoffnung, dass da auch genügend Luft rankommt, wenn wir das Teil tragen. Die Polster sind auf jeden Fall Kunststoff überzogen. Das Ganze sieht hier jetzt nicht so sauber verarbeitet aus, muss ich sagen. Das Innenpolster hier am Bügel, ihr seht auch schon, das Ganze besteht hier aus drei Bereichen und das ist ebenfalls mit Kunstleder überzogen. Und ich hoffe ja durch diese Lüftungsschlitze, dass wir darunter nicht zu sehr schwitzen. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil an Kunstleder. Aber gut, wir werden einfach mal schauen. Wir haben hier 50 mm Treiber verbaut, ein 7.1 Gaming Headset. 7.1 ist immer so ein bisschen schwierig. Bei meinem Logitech Gaming Headset, ich glaube Artemis G9 irgendwas, keine Ahnung, da nehme ich das sehr wohl wahr. Also das, ich war da schon sehr überrascht, wie gut das eigentlich klingt, auch gerade beim Gaming und so weiter. Da kommt man genau so ein bisschen raushören, wo befindet sich jetzt welcher Gegner. Ich bin gespannt, wie das hier bei dem ist. Meine Erwartungshaltung ist dann natürlich dementsprechend bei diesem Preis 26 Euro, aber vielleicht haut mich das ja vom Hocker. Natürlich können wir das Ganze hier auch so ein bisschen verstellen. Das Ganze besteht hier aus Plastik. Wie langlebig das Ganze sein wird, weiß ich natürlich nicht. Aber ist okay. Ja. So, ich setze jetzt mal das Headset auf und dann schauen wir mal. Also was ich auf jeden Fall merke, ist, dass es nicht hundertprozentig abschließt. Es kann auch an meiner Kopfform liegen, aber es ist sehr leicht. Vom Komfort her kann man nicht meckern. Ich headbange jetzt mal so ein bisschen. Es fällt auch nicht so schnell runter. Ich stöpsel mal ein und dann hören wir mal rein.
Hier seht ihr jetzt die Steuereinheit und ich habe vorhin so ein bisschen Quatsch erzählt vom wegen Vor- und Zurücktasten, die gibt es hier nicht. Wir haben insgesamt 6 Tasten. Wir haben ja einmal die Mikrofon-Stumm-Taste, dann haben wir hier generell die Taste zum Ton abschalten, leiser, lauter, darüber befindet sich der Knopf für den Vibrationsmotor. Vibrationsmotor, und dieser ist auch in 3 Stufen einstellbar. Einmal komplett aus, leichte Vibration und stärkere Vibration, da gehen wir auch später nochmal näher darauf ein. Und hier unten befindet sich der Button für die LED-Beleuchtung. Ihr seht es auch schon, das Ganze leuchtet hier blau, auch am Headset. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann ist die LED-Beleuchtung am Headset aus. Und hier leuchtet noch minimalistisch eine grüne LED. Praktisch, wenn es dunkel ist, dann seht ihr, wo die Steuereinheit ist. Das Ganze ist wirklich sehr dünn, allerdings sehr groß. So, den Raum abgedunkelt. Die grüne LED an der Steuereinheit, die erkennt man sehr gut in Dunkelheit. Und wenn ich jetzt die LED-Beleuchtung einschalte, dann sieht das Ganze jetzt so aus. Sieht schon sehr nice aus. Für mich ein Ticken zu grell, deswegen finde ich es gut, dass man es auch abschalten kann. Ja, meine Freunde, selbstverständlich habe ich das Headset auch so ein bisschen getestet. Ich habe damit gezockt, ich habe damit Musik gehört, Filme geschaut und so weiter und so fort. Anfangs war ich wirklich so ein bisschen skeptisch, als ich das Headset ausgepackt habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, die Materialien, die sind nicht so der Oberhammer. Aber hey Leute, also bei dem Preis, da kann man einfach keine hochwertigen Materialien erwarten, verlangen, wie auch immer. Und das war mir dann auch klar. Aber ich dachte dennoch, okay, wie wird dann die Soundqualität sein? Naja, da war ich halt so ein bisschen skeptisch. Klar ist, wir haben hier einen Plastikbomber. Also größtenteils besteht das Headset aus Plastik. Wir haben ja auch Kunstleder, da schwitzt man leider auch so ein bisschen. Und wie langlebig das hier sein wird zum Beispiel, also ich könnte mir vorstellen, dass das früher oder später problematisch sein wird, hier diese Höhenverstellung, aber das kann ich aktuell einfach gerade nicht sagen. Wo mich das Headset auf jeden Fall überzeugt hat, war tatsächlich beim 7.1 Surround Sound. Ich habe ja hier ein Logitech G933 Gaming Headset da, auch 7.1, und ich konnte keinen wesentlichen Unterschied bei 7.1 raushören. Bei der Soundqualität schon, da komme ich auch gleich nochmal darauf zurück. Beim 7.1, das hat mir schon sehr gut gefallen. Also gerade wenn man zockt und so weiter, hört man hier hinten rechts oder vorne links irgendwelche Einschläge oder man hört da irgendwo einen Gegner und so weiter. Und das hilft dann einem schon. Also auch die Vibration ist ganz nice. Wenn da irgendwo eine Bombe einschlägt, dann vibriert das ganze Headset. Das ist schon irgendwie cool. Wie langlebig das sein wird, keine Ahnung. Von der Soundqualität her, da muss ich leider sagen, da fehlt es so ein bisschen. Also die Höhen sind da, die Mitteltöne sind okay, aber es fehlt leider so ein bisschen an Bässen. Und deswegen eignet sich das Headset jetzt nicht unbedingt zum Musikhören oder zum Filme schauen. Da kommt das Feeling nicht so rüber. Also ich bin natürlich auch was anderes gewohnt, definitiv klar. Aber wenn man jetzt ein bisschen Musik hört, ist das auch okay, keine Frage. Aber es fehlt so ein bisschen am Bass. Das ist so meine Meinung. Und gut, der Hersteller, der betitelt das Headset natürlich als Gaming-Headset. Und so sehe ich das auch. Also gerade beim Zocken macht es schon Spaß. Und für den Preis kann man einfach nicht meckern. Also 27, 28 Euro ist okay. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt ja auf jeden Fall. Ja, liebe Freunde, ich denke, das war es eigentlich vom Video her. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, informativ war, Däumchen, Freundchen. Wir sehen uns. Da unten könnt ihr uns abonnieren. Bis dann. Ciao.